Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video über das soziale Handelsnetzwerk SudoTrade. Ich möchte heute erstmal so meinen ersten Eindruck zu dem Netzwerk schildern. Ich habe vor ein paar Wochen schon ein Video zu SoChange gemacht. Davon habe ich mittlerweile eher einen sehr schlechten Eindruck und würde eher davon abraten auf jeden Fall. In diesem Video möchte ich auf die Frage eingehen, ob SudoTrade eine gute Alternative dazu ist und die Fragen klären, was Social Trading überhaupt ist, gehe ich nur kurz drauf ein, hatte ich schon mal in einem Video. Kurz die Vorteile von SudoTrade, gerade auch zu SoChange und Trade4Me mal erwähnen. Kurz auf die Nachteile eingehen. Und am Ende noch kurz ein Hinweis zum Risiko, das bei Social Trading immer vorhanden ist. Und noch ein paar Sicherheitstipps geben, wie man seine Verluste minimiert bzw. möglichst Gewinne macht. Wer generell mehr über den Handel binärer Optionen wissen will, dem empfehle ich hier unten die Webseite, sich da kurz einzutragen, dann bekommt er von mir ein E-Book zugeschickt, das die wichtigsten Informationen enthält. So. So, nach Bestätigen der E-Mail, nach der Anmeldung, kommt man auf diese Seite. Ich habe jetzt hier erstmal ein Demokonto eröffnet. Ich werde nächste Woche oder übernächste Woche ein Echtgeldkonto eröffnen und den Test dann mit Echtgeld fortführen. So viel zu Informationen. Wie gesagt, hier kommt man erstmal hin, nachdem man die E-Mail bestätigt hat. Wir sehen hier einen Risikobalken. Hier können wir unser Risiko festlegen. Wenn man hier drauf drückt, wird nochmal erklärt, dass sie eine spezielle Formel haben, indem sie das Risiko und die historischen Daten der kopierten Händler und den aktuellen Kontostand mit einbeziehen und dadurch die Größe, also das Handelsvolumen pro Trade berechnen. Hier ist das auch nochmal ein bisschen näher erklärt. Teile von der Formel sind geheim gehalten. Teile sind hier veröffentlicht. Ich würde hier erstmal nicht mehr als 25% und wir sind nicht gierig, also nehmen wir 10% anwählen. Der zweite Schritt ist hier, dass man sich Trader sucht, die man kopiert. Hier ist natürlich neben dem ROI, also dem Return of Investment, ist die Dauer irgendwo entscheidend. Ja, wenn jemand gerade 2 Wochen handelt und das gut gelaufen ist, hat es noch nicht zu sagen, dass das in den nächsten 5 Wochen auch gut läuft. Ein weiteres Indiz ist auch der Verfolg, wie viele denjenigen kopieren. Also ich würde hier darauf achten, dass es wenigstens 50 Wochen sind, beziehungsweise ein Jahr. Und ja, was den Return of Investment angeht, weiß ich nicht, ob die so aussagekräftig sind. Das lässt sich im Grunde auch mit der Handelsgröße eventuell wieder gerade biegen. So in Richtung Martingale. Was aber nicht bedeutet, dass es deswegen sicherer ist. Da ist auch die Frage, wie das hier in dem System funktioniert. Jedenfalls ist hier schon einer angekreuzt. Und ich kann mir hier auswählen, wenn ich nehme. Ich sage jetzt mal, hier zum Beispiel, der hat ein sehr hohes Return of Investment, aber erst 15 Wochen, den lasse ich weg. Der handelt schon seit 1,5 Jahren und hat auch kein schlechtes Return of Investment. Den nehme ich mal. Auch ein Jahr und sogar 300%, nehmen wir den auch noch. Also ich denke, das ist empfehlenswert. So zwei sollte man auf jeden Fall nehmen. Ich würde sagen, man sollte eher ne mehr nehmen noch. Also vielleicht so 3 bis 5 würde ich sagen. Der hier ist fast ein Jahr und ist bei 650, dann nehmen wir den auch noch. So. Hier unten, das ist anfangs angekreuzt. Das bestimmt, dass die Positionen, die schon offen sind von den Personen, jetzt eröffnet werden, wenn ich hier draufklicke. Das würde ich eher weglassen, da wir nicht wissen, wie der aktuelle Preis zum Vergleich zum Einstiegspreis der Person ist. Insofern könnte dieser Trade für uns als Verlust enden, obwohl er für die Person eigentlich ein Gewinner war. Deswegen lassen wir das einfach. Wie gesagt, wir sind nicht gierig. Zulugart, der entfernt schlechte Händler, die unter ein gewisses Niveau fallen. Den nehme ich auch mit.
So, jetzt sind natürlich keine offenen Positionen, ist klar, ich habe das alles abgestellt, dass jetzt eröffnet wird. So, ich habe mir die Plattform jetzt mal angeschaut, kurz. Wie man sieht, ist auch schon der erste Trade eröffnet oder mehrere schon. Drei sind eröffnet. So, kommen wir erst zu den Vorteilen. Klar, der Hauptvorteil vom sozialen Handeln generell ist, dass man nicht mehr selber handeln muss. Dass man auch kein eigenes Wissen mehr benötigt. Wenn man einen guten Trader hat, dem man folgt, dann kann man als absolute Laie damit profitieren. Das ist die Idee hinter dem sozialen Trading. Der größte Nachteil ist natürlich, dass wenn man dem falschen Trader folgt oder den falschen Tradern, dass man dann sein Kapital riskiert, ohne wirklich selbst viel dafür zu können. Oder das ist so der Hauptnachteil. Der zweite Nachteil ist natürlich, dass man durch soziales Trading auch nicht lernt zu handeln. Da kann man natürlich parallel dazu auf dem anderen Account selber handeln. So viel zu Nach- und Vorteilen. Spot Trade macht auf mich erstmal einen guten Eindruck bisher. Auch gerade das, dass sie eigentlich vom Forex herkommen, ist ein positives Zeichen meiner Meinung nach. So viel zu den Vor- und Nachteilen zu Zulu Trade. Wir haben hier jetzt, hier können wir selber handeln. Hier sind unsere Positionen, die wir beobachten können. Hier ist ein Rep Trader. Wo wir auch handeln können. Und Charts analysieren können. Hier findet man Chat. Wirtschaftskalender ist hier vorhanden. Auch schön sortierbar, gefällt mir. Mit Warnung hier oben, auch gut. So, dann hat man hier die Händler für Währungen, denen man folgen kann. Und hier die Händler für binäre Optionen, denen man folgen kann. Einem binären Optionshändler bin ich bisher noch nicht gefolgt. Da werde ich mir jetzt gleich noch einen rausrufen. Auffällig ist bei binären Optionshändlern auf den ersten Blick schon, dass der ROI, der Return of Investment, gut 10-mal so hoch liegt im Durchschnitt wie bei Forex. Ich werde insgesamt sowohl Währung als auch binäre Optionen circa erstmal eine Woche im Demo-Modus laufen lassen. Dann werde ich Geld einzahlen und werde zum Echtgeld testen. Wobei ich natürlich diesen Test auch auf dem Video festhalten werde. Noch ein letztes kurzes Wort zum Risiko. Das Risiko ist natürlich immer vorhanden. Derjenige, der folgt, ist fürs Folgen selbst verantwortlich und kann im Trader keinen Vorwurf machen. Wichtig sehe ich vor allem, dass man regelmäßig einen Blick ins Konto wirft, dass man schlechte Trader schnell erkennt und den schnellen aufhört zu folgen. Das ist das Wichtigste. Also ich denke, wenn man jeden Tag oder wenigstens einmal die Woche einen Blick ins Konto wirft, dann kann eigentlich gar nicht sehr viel passieren. Ja, und dann kann man jederzeit aussteigen und kann jederzeit das Folgen aufhören. So viel zum Risiko. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wer Interesse hat, StudioTrade selbst auszuprobieren, der findet den Link in der Beschreibung des Videos. Ansonsten freue ich mich über Kommentare. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich auch über ein Like. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.